SCP versus Realität. Wie realistisch ist mentale Unsterblichkeit? Heute sprechen wir über ein Konzept aus der Foundation-Welt, das immer wieder diskutiert wird. Kann ein Mensch wirklich mit reiner Willenskraft den eigenen Körper verändern? Viele SCPs behaupten genau das, und SCP-014 ist eines der besten Beispiele. Ein Mensch, dessen Körper physikalische Gesetze ignoriert, durch Konzentration. Klingt nach Fiktion. Aber wie nah ist die Realität wirklich dran? Tatsächlich kennen wir aus der Medizin extreme Fälle. Menschen, die ihre Herzfrequenz bewusst auf unter 30 senken können. Mönche, die ihre Körpertemperatur kontrollieren. Hypnotisierte Patienten, die keine Schmerzen spüren. Das Fundament ist also da. Der Geist kann den Körper beeinflussen. Aber absolute Immobilität ohne Verfall? Keine Atmung, keine Zellalterung? Das ist jenseits der Biologie. Allerdings gibt es ein faszinierendes Detail aus der Forschung. Zellen können in einen extremen Ruhezustand wechseln. Manche Tiere nutzen das für Winterschlaf oder Starre. Doch bei Menschen ist das nicht vorgesehen. Was wäre also nötig, damit es funktioniert? Eine Art psionischer Stabilisierung, die Gehirnaktivität, Stoffwechsel und Zellregeneration gleichzeitig kontrolliert. In der SCP-Welt wird so etwas schnell als Willenskraft beschrieben. In der Realität wäre es ein eigenes Forschungsfeld. Etwas zwischen Neurobiologie, Quantenphysik und dem, was wir heute Bewusstsein nennen. Fazit? SCP-014 ist nicht realistisch. Aber er zeigt, wie dünn die Grenze manchmal scheint. Zwischen dem, was möglich wirkt, und dem, was wir als unmöglich einstufen, nur weil es uns fremd ist.